Ja, servus Leute, wir haben heute einen VW Polo 6R Baujahr 2011 bei uns, bei dem die Heckklappe sich nicht mehr öffnen lässt. Und zwar ist dieses Schloss bzw. der Mikroschalter im Schloss, also in der Verriegelung, ist wahrscheinlich defekt. Und wir wollen euch heute jetzt mal zeigen, wie man den Fehler findet und auch wie man das Schloss dann eben austauscht. Wenn das Schloss sich nicht mehr öffnen lässt, müssen wir über die hintere Türe ins Fahrzeuginnere rein. Dann müssen wir einmal die Sitzbank umlegen, weil das Fahrzeug hat natürlich eine Notverriegelung, wo man dann eben jetzt per einen Schlitzschraubenzieher oder irgendein langes, dünnes Teil können wir jetzt den Kofferraum entriegeln. Und zwar funktioniert es wie folgt. Ihr nehmt euch eine Lampe, den Schlitzschraubenzieher und fahrt hier rein und dann seht ihr innen drinnen ein weißes Teil, wie so ein Schnäpperle, und an dem könnt ihr einmal nach links drücken und dann entriegelt der Kofferraum. Am besten vielleicht jetzt eine zweite Person, die euch den Kofferraumdeckel abnimmt. So, dann können wir jetzt auch schon mal einen Blick drunter werfen. Und eine Schwachstelle bei den Fahrzeugen ist ja auch immer wieder die Kabeldurchführung in die Heckklappe selber. In dem Fall ist es aber nichts Problem, wir haben das nämlich vorher schon mal geprüft. In dem Fall ist wirklich der Mikroschalter kaputt. Wir zeigen euch jetzt mal kurz das Neuteil, wie das aussieht. Und zwar, der Mikroschalter hockt hinter dem VW-Zeichen und das ist halt eine Einheit. Somit könnt ihr auch wirklich nur VW-Zeichen inklusive Mikroschalter und Halterung tauschen. Also so sieht das Ersatzteil aus. Hier ist die Verriegelung und hier im Inneren hockt eben der Mikroschalter, der dann hier das Signal rausgibt, und der ist bei uns eben defekt. Um jetzt den Mikroschalter tauschen zu können, muss diese Verkleidung hier abgeschraubt werden. Dazu müsst ihr einmal hier in diese Griffmulde reinschauen. Da sind Torx-Schrauben drin, Torx 25 ist das. Die müssen wir rausnehmen und dann kommt die etwas ruppige Methode. Dann müssen wir das Ganze mit etwas Kraft zu uns herziehen. Da sind lauter metallene Clips drin. Sieht ein bisschen, nicht so schön aus, aber es geht leider nicht anders. Grobschlächtige Metzgerarbeit. Ja, das ist etwas grob, das Ganze. Vor allem, wenn es kalt ist, ist es immer etwas kritisch mit dem Kunststoff, aber wir setzen gezielte Gewalt ein. Also wie gesagt, jetzt die zwei Torx-Schrauben lösen. Und dann wird die Kofferraumklappe weggezogen. Am besten fangt an einem Eck an, wo ihr hier richtig reinfassen könnt. Wir probieren das jetzt mal. Warum es so Schläge tut, sind eben diese metallenen Klammern. Es sieht wirklich aus, als würde alles zerbrechen, aber das muss halt so sein. Schaut, dass er die Klammern nicht verliert, dass die alle eingesetzt sind. Wie gesagt, es ging jetzt erstaunlicherweise ziemlich gut für die Temperaturen. Dann können wir die Abdeckung mal zur Seite legen und jetzt haben wir auch schon einen Blick auf das Heckklappenschloss bzw. auf den Mikroschalter. Den können wir jetzt hier schon einmal abstecken. Dazu einfach die Verriegelung drücke und nach unten ziehe. Und dann geht es eigentlich schon weiter. Ihr könnt dann diese drei Torx-Schrauben lösen. Das ist auch wieder Torx 25. So, da kommt schon das Wasser entgegen. So, jetzt ist das noch einmal verriegelt, und zwar mit denen. Mit diesem Bajonettverschluss ist das einfach, also sorgt es drinnen, rausdrehen und dann einfach ins Fahrzeuginnere bewegen. So, jetzt haben wir das Teil hier. Naja, wirklichen Defekt kann man jetzt nicht feststellen, das ist ja im Inneren, aber ist ja schnell getauscht. Wir sehen jetzt gleich das Endergebnis. So, dann einmal diese Folie entfernen, dass er die nicht in die Karosserie reinklemmt, vorsichtig einsetzen. Also das gute VW-Zeichen nicht verkratzt.
unten zum Schluss noch den Stecker einsetze. So, Schloss ist eingebaut, ist auch elektrisch jetzt wieder in Funktionsbereitschaft. Wir schließen jetzt einmal den Kofferraum, um eben mal kurz einen Funktionstest zu machen, ob es wirklich funktioniert hat, weil wenn es nicht funktioniert hat, dann können wir die schöne Tür, die Hecklampenverkleidung wieder abnehmen. So. Wow! Man hört ja auch schön wieder entriegelt. Ja, das ist ein bekanntes VW-Problem, oder? Ja, das ist ab einer gewissen Laufleistung, der hat jetzt ja 150.000 Stück laufen und ab einem gewissen Alter gehen alle VW-Modelle, oder naja, alle nicht, aber gern, die, wo halt eben dieses kippbare VW-Emblem haben als Entriegelung für die Hecklampe, die gehen gern kaputt. Vorwiegend der Golf 5, Golf 6 ist ein sehr bekanntes Problem, aber auch andere VW-Modelle mit dem kippbaren Emblem. Wenn jetzt wieder euer Hecklampenschloss funktioniert, könnt ihr diese Pappe wieder draufsetzen, hier jetzt eben wie gesagt drauf zu achten, dass diese metallenen Clips alle an ihrem Platz sind und dann könnt ihr das Ganze auch schon wieder rückbauen, indem ihr das ansetzt, guckt, dass ihr eben die Nase in der Führung seht, ganz schön Clip für Clip wieder an seine Position bringen. So, zum Schluss dann noch die zwei Torx-Schrauben einsetzen und festziehen. Handfest anziehen, reicht völlig aus. Ja Leute, das war die ganze Reparatur im Fahrzeug. Wenn es euch gefallen hat oder für euch eine Hilfe war, lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar drunter und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!